So, da bin ich mal wieder mit Need for Speed Carbon. Das letzte Mal haben wir uns ein wenig im gelben Bereich hier unten breit gemacht, was die Chefin dieses Gebiets natürlich nicht so freut, was uns natürlich wiederum freut. Und deswegen werden wir hier gleich mal weitermachen, entweder mit einer Geschwindigkeitsfalle oder Radarfalle oder einem Sprintrennen. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass dieses Rennen Inferno gehört? Nein, DC? Oh ja, tatsächlich, Inferno hat sich hier breit gemacht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigung. Und deswegen werden wir doch direkt mal die 21st Street Gang Teilhouse, hast du nicht gesehen, direkt mal weiter ärgern, einfach aus dem Grund, weil ich es will. So, und dann gucken wir doch mal, wenn es hier jetzt losgehen würde. Wenn es hier jetzt losgehen würde. Ah ja. Und da legen wir noch mal los. Wieder einen perfekten Start, das kriege ich ja jetzt super gut hin. Wie auch schon im letzten Part. Und oh, es ist eine Radarfalle, das heißt Nitro. Ich habe jetzt Nitro-Knopf. Wow. Hier, guckt euch an, einen Nitro-Knopf. Sollte man ordentlich benutzen, dass man hier auch mal auf Ergebnisse kommt. Und hier ist offensichtlich nicht so gut auf dem Level zu bauen. Arschloch. Weil der hier gerade irgendwie nichts reißt. Da komme ich hier in eine Wand. Von einer Wand in die nächste. Das ist natürlich nicht so schön. Und das ist doch mal eine halbwegs gute Wertung. Obwohl der Samson mir was vormacht. Uiuiui. Ich glaube, das wird ein ganz schwieriges Rennen hier. Und da splattern, reiten einfach mal auf volle Kinder. Oh, verdammt. Das war nicht gut. So. Eieiei, da für die Probe hätte ich mir Nitro sparen sollen. Das war jetzt vielleicht keine so gute Idee. Und das war's. Ich glaube, wenn ich es jetzt noch rechtzeitig ins Ziel schaffe, dann habe ich gewonnen. Und? Und jetzt bin ich gespannt, wie viele die noch abgezogen bekommen. Ah, schade. Schade. Ich werde mir jetzt mal eben hier die Statistiken ansehen. Dafür brauche ich die Maus. Und man sieht, da hat ein ordentliches Stück gefehlt. Also werde ich das Ganze nochmal hier restarten. Vielleicht sollte ich mal Level auf Samson ansetzen, damit er hier mal ein wenig Geschwindigkeit verliert. Alter! Das ist echt eine Asi-Position, die letzte. Deswegen werde ich mich jetzt versuchen, hier mal an die Spitze zu setzen. Und ist das ganz nach vorne Neville? Nee, ist er nicht. Ich dachte schon, so. Und jetzt nochmal Geschwindigkeit, jawohl, das war eine gute Wertung. Und jetzt habe ich mich nicht von ihm abdrängen lassen, tue ich aber trotzdem. Oh. Ich hoffe, jetzt kriege ich noch ein bisschen Geschwindigkeit. Oh, so nicht. Mann. Oh Gott, so wird das nichts. Ach du dummer, verdammter Scheiß. Fernsehwahl. Meine Fresse. Darüber könnte ich mich mal wieder aufregen. Nee, das wird nichts. Das wird nichts. Das kann ich direkt wieder neu starten. Das wird nichts. Oh, oh, oh. Wird das hier tatsächlich das erste Rennen sein, wo ich so richtig am Haken bin? Das wäre natürlich alles andere als schön. Aber nur weil der mir hier dieser verknackte Start nicht gelingt. So. Ich mich mal hier ein wenig an die Spitze zu setzen, obwohl das hier gerade ein Level tut. Aber ist ja nicht unbedingt das Schlechtes. Im Gegenteil. So, jetzt versuche ich mich aber noch mal vorne abzusetzen. Das kann ja nicht allzu schwierig sein. Jawohl, jetzt kriege ich mal richtig dicke Wertungen hier. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht die Barrikade klotze. Und jetzt kein Fernsehwagen, bitte.
Okay, kein Fensterbahn in Sicht. Ah, sollte aber trotzdem aufpassen. So. Oh, da habe ich natürlich mein... Damage! Oh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat mir gerade hier den Sieg gekostet. Aber ich glaube, Neville ist da auch in einer guten Position, um abzuschießen. Ja, das dürfte eigentlich Neville Sieg sein. Jawohl, Neville hat da gewonnen. Gott sei Dank, sonst hätte ich das Ganze jetzt nochmal machen dürfen, aber so war es halt nicht. Und dann springen wir doch direkt mal hier zum nächsten Rennen, das seltsamerweise Inferno beherrscht, aber never mind. Wenn wir die halt kloppen, ist mir auch egal. Aber was ich jetzt ganz interessant finde, obwohl das Gebiet zwischen meiner Crew und Inferno aufgeteilt ist, gehört das Gebiet immer noch der 21 Street Gang Bla Rapper Gesellschaft des Todes. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber da hat sich wohl keiner wirklich drüber Gedanken gemacht. So, hier jetzt ein Sprintrennen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ein Sprintrennen. Und da ziehe ich einfach mal vorne direkt vorbei an den ganzen Wagen. Und ich glaube auch nicht, dass hier jetzt was großartig an der Spitze ändern wird. Außer natürlich, ich baue wieder Mist mit irgendeinem Fernsehtransporter. Und ich komme zunächst nachher ein bisschen gut gefahren. Perfekt wäre es natürlich gewesen, wenn ich gar nicht die Wand berührt hätte, aber ein bisschen geschliffen bin ich dann schon. Und jetzt versuche ich mal mit Nitro abzusetzen. Jawohl, klappt auch relativ gut. Muss ja aber aufpassen, dass ich nicht in den Kurven zu viel Geschwindigkeit habe. Sonst wird das Nitro verschwendet. Aber, oh, warum hat es jetzt hier geleckt? Nein. Aber das sieht doch alles relativ gut aus. Das Ziel ist zwar noch nicht in Sicht, aber ich glaube, wir haben an die 4 Sekunden Vorsprung. Okay, jetzt sind wir noch 3. Aber wenn man mal auf die Karte schaut, dann kann uns Grief eigentlich nicht mehr gefährlich werden. Und boah, da fetzen wir nochmal durch eine Bushaltestelle. Gegen die Kurve aber trotzdem gut. Und oh Gott, nein! Boah, zum Glück kriege ich da noch die Abkürzung gerade eben. Jetzt wäre ich jetzt voll in den Wind gebrettert. Und hätte vielleicht meinen Sieg ergeben müssen, aber so halt nicht. Und da fahre ich dieses Rennen ganz knapp an einem Taxi doch sicher ins Ziel. Und das ist eine wunderschöne Scheibe. Naja. Wir kriegen neue Wheels. Das ist natürlich wunderbar. Kriegt man auch nicht, meine Güte. So, und damit gehört dieses Gebiet auch direkt mir. Das ist wunderschön. Wir kriegen einen neuen Wagen. Oh, und wir müssen mal wieder... Inferno macht da ein bisschen Stress und wir müssen mal wieder verteidigen. Gefällt mir ja nicht so sehr, aber... So ist das halt im Straßenleben. Man wird angegriffen und angegriffen und man muss immer wieder verteidigen. Aber ich werde versuchen, ja, das ist auch wieder... Ach, wieder dieser Rundkurs. Und... Da bin ich auch gleich schon wieder in der Spitze, nach der Kurve wahrscheinlich sogar schon. Na, doch nicht. Weil ich den Bremsknopf nicht gefunden habe. Und da überholt mich jemand. Gut, überholt er mich. Ja, er ist tatsächlich. Oh, Kurve! Damit. Ja, hört sich doof an, aber damit habe ich nicht gerechnet, weil ich sehr auf Fuß geguckt habe. Nicht auf meine linke Seite. Aber glaubt man nicht, dass ich dieses Gebiet hier einfach so hergeben werde. Jawohl, denn ich habe Skills! Und ziehe deswegen direkt mal an Otto vorbei. Der Typ heißt Otto. Ein sehr amerikanisch-typischer Name. Und ich glaube, dieses Nitro ist verschwendet. Ja, ist es auch. Denn hier muss ich den Speedbreaker einsetzen, um in der Spur zu bleiben. Das war nicht so schlau. Und da ist eine Abkürzung. Boah, kriegst du so gerade eben noch mit einem Kontakt. Und verliere deswegen ein paar Plätze.
Oh, aber ich werde hier das Eis mal runterwerfen. Und wenigstens, ja, wenigstens den letzten noch ein bisschen vom Panzer abhalten. So, gucke ich jetzt mal hier auf der Rangliste, sehe ich, dass ich Sechster bin. Das werde ich aber versuchen, so schnell wie möglich zu ändern. So, ich werde hier einfach mal aus Gründen Level aktivieren. Oh, und sollte mich mal mehr auf Schaden als auf Sprechen konzentrieren. Mann. So, jetzt brauche ich wirklich eine Aufholjagd, die ich gewaschen habe, denn ich habe 7 Sekunden Abstand zum ersten. Wow. Okay. Ich möchte dieses Rennen hier nicht eine Sekunde an Inferno verlieren. Und deswegen werde ich hier jetzt mal ordentlich Gas geben. Hab hier auch schon ordentlich was auf. Das heißt ordentlich. Das sind immer noch 6 Sekunden, die ich aufzuholen habe, und das sind 2 oder 3 Kurven nur noch. Uiuiui. Das muss ich wirklich nicht so gut verwenden. Ah, auch wenn es mir nichts bringt, aber. Ah, verdammt! Nee, das war's. Otto kriege ich nicht mehr. Ah, ist das doof. Nee, nee. Da muss ich nochmal restarten. Da habe ich tatsächlich gegen Inferno verloren. Aber die Revanche werde ich mir sofort holen, indem ich jetzt einfach mal mein Nitro direkt am Anfang verballer. Das ist natürlich auch so eine Strategie, die man sich gut überlegen sollte. Aber hier hat es einfach mal funktioniert. Und, jawohl. So habe ich es gekriegt. Ich habe da gerade eine Abkürzung gesehen, aber falls es überhaupt eine war. Aber die habe ich jetzt einfach nicht gebraucht, denn ich bin auf dem ersten Platz und das ist wunderschön. Versuchen wir jetzt noch mal ein bisschen was nicht rauszuholen, denn hier kommt jetzt erstmal lang gerade. Und ein Sprung und fahren voll das Schild im Flug rum. Das sollen wir jetzt mal so einer nachmachen. Oh, da will. Achso, der will uns überholen. Den habe ich jetzt schön geblockt. Na, egal. Ach, ich sollte das Nitro wirklich hier nicht einsetzen. Weil man hier eh den Speedbreaker braucht. Oh, 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 oh. Okay, ich bin da mehr oder weniger gut drüber gekommen. Hab den Speedbreaker aber ein wenig zu lange gehalten. So, hier jetzt wieder die Abkürzung. Abkürzung auf Fail. Oh, und da prall ich fast gegen die Wand, verliere aber die Kontrolle. Okay, 2 Sekunden Abstand auf Otto, das ist natürlich wunderschön. Okay, 3 Sekunden Abstand im letzten. Oh, mein Wagen hat trotz der hohen Beschleunigung wirklich gar keinen Anzug. Das ist ja zum Kotzen. Ah, und da wäre wieder die Abkürzung gewesen, glaube ich. Allerdings gefällt es ja auch weder Otto noch Ryder. Oder heißt sie überhaupt Ryder? Ich gucke gleich nochmal auf den Namen. Ne, Spider, nicht Ryder. Okay. Und jetzt ein Sprung. Okay. Ich sehe jetzt nicht die Slow-Mo. Das ist jetzt nicht allzu traurig. Und die Polizei wird mal wieder auf uns aufmerksam. Und das Taxi werde ich jetzt ausnahmsweise nicht reinfahren. Nitro werde ich auch nicht gebrauchen. Speedbreaker aktivieren und da habe ich Kontakt mit der Wand, ist aber jetzt nicht allzu schlimm. Denn ich kann jetzt ordentlich Nitro geben, hier durch die Abkürzung fahren. Und noch das Event hier auslösen. Und dann dürfte ich das Rennen eigentlich gewonnen haben. Oh, oder Neville. Von mir aus kann es auch Neville gewinnen. Ist mir auch scheißegal. So, und da geht's direkt weiter. Denn das war jetzt gerade unnötig lange. Und bevor ihr mich jetzt irgendwie hier noch schnell herausfordert, mache ich direkt mal das Checkpoint-Rennen hier, weil nach den ganzen Multicar-Races brauche ich doch jetzt mal hier wieder ein wenig Abwechslung. Und ein Rennen für mich alleine.
Das scheint ein wenig länger zu gehen, wenn man jetzt mal ein wenig oben guckt. So, da ist tatsächlich eine Abkürzung, wenn ich es an der Stelle aber einfach mal nicht sehe. Und ein Taxi! Naja, nicht so schlimm wie ein Fernsehtransporter, aber nevermind. Auch nicht unbedingt schön. So. Ah ja, ich beeile mich ja schon. Bitte. Ja, ich würde sagen. Obwohl das Ganze hier ein bisschen länger dauert, ist es nicht unbedingt schwieriger. Ist halt eine gute Gelegenheit, um mal ein wenig die Stadt kennenzulernen. Diese dicken Kurven, die auch nicht allzu spitz sind, sind auch keine Herausforderung. Ich würde sagen, wir genießen jetzt erstmal ein wenig die Musik und die knackigen Motorgeräusche, die wir spielen. Und ich werde jetzt einfach mal ein wenig die Klappe halten. So, und das wäre es dann auch mit diesem Rennen gewesen. Ich fand, das war jetzt mal eine willkommene Abwechslung, einfach mal im Let's Play, einfach mal Musik zu hören und nichts sagen zu müssen. Und bevor wir hier jetzt großartig noch von der Polizei entdeckt werden, machen wir mal... Oh, nee, das war mal wieder der falsche Knopf. Nein, Cancel. Machen wir erstmal das Driftrennen. Es ist mal wieder ein Canyon-Drift-Rennen. Das heißt, wieder ein Rennen für mich alleine im Grunde. Das sind alle Drift-Rennen, aber never mind. Und da geht es auch schon los. Nitro können wir in diesem Rennen tatsächlich benutzen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also werden wir davon ordentlich Gebrauch machen. Und, oh, und da habe ich schon direkt die Wall gehittet. Oh, jetzt hier rum. Oh, das ist auch das erste Driftrennen, wo wir tatsächlich rausfliegen können. Oder? War das in den anderen schon so? Nee, ich glaube nicht, oder? Und ich stelle mich hier gerade ein bisschen doof an. Boah! Ja, Multiplikator kriege ich jetzt ordentlich hoch. Oh, du musst zu viel vom Gas gehen. Hau trotzdem in die Wand rein, na, das ist ja wunderbar. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich nicht rausfliege. Ui, ui, ui. Dass ich hier um Kurven komme, um hier rauszufliegen. Ja, das sieht gut aus, wenn ich jetzt die Kurve wende. Oh, nee, das krieg ich nicht hin. Okay. Oh, verdammt. Da hätte ich vielleicht doch ein wenig um was gehen sollen. So, ich glaube, der Rest wird hier auch nicht großartig. Oder, oder. Ich dachte, das wäre jetzt schon das Ende vom Lied, aber nein. Allerdings, guck mal, wenn man mal auf die Punktzahl schaut, dann
ist das hier eigentlich eine klare Sache. Boah, verdammt, das war knapp. Ja, da kann ich den Wall eigentlich hitten, wie ich will. Das war's eigentlich schon. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass die jetzt hier nochmal mit den Punktzahlen explodieren werden. Tun sie auch nicht, deswegen habe ich auch ganz locker gewonnen. Und wir halten Hoots, was auch immer Hoots sind. Okay. Nächstes Rennen. Ui, wir werden nicht angegriffen. Hey. Und wir machen eine Geschwindigkeitsfalle. Und wir drücken falsche Knöpfe. Wir drücken immer noch falsche Knöpfe. Ich sollte wirklich in Zukunft nur die Maus gebrauchen. Da kann ich nicht so schnell falsche Knöpfe. Ich sollte wirklich die Maus verwenden. So. Und schon drücken wir die richtigen Knöpfe. Hurra. Okay. Eine Cutscene? Oder einfach nur ein Rennen? Einfach nur ein Rennen. Und los. Perfect Launch. Und direkt an die Spitze mit Vollnitro gesetzt. Obwohl das ja eine Radarfalle ist und das eigentlich gar keinen Sinn macht. Nevermind. Okay, das war jetzt eine entsprechend nicht so gute Wertung, weil ich das Nitro viel zu gut verballert habe. So, jetzt mal hier rum. Oh, das war sehr gut. Und hier setzen wir das Nitro ein, um da hinten gute Geschwindigkeit zu haben. Jawohl, ist gut funktioniert. Ich habe heute mal wieder den guten Deutsch gegessen. Ja, jetzt habe ich gerade überlegt, ob ich den Wasserturm umfahren soll und da war ich auch schon wieder vorbei. Wunderbar. So, hier jetzt nochmal Einsatz des Speedbreakers. Oh, nicht unbedingt gut. Mein Gott, ich nehme heute mal wieder viel zu viel Let's Plays. Oh. Oh, verdammt. Okay, also ich bin nicht unbedingt der Erste auf der Rangliste. Dafür aber Neville ist das gute Alter, dieser Transporter ist dafür sehr gut dabei. Oh ja. Und jetzt kommt noch eine Radarfalle. Ich bezweifle, dass ich damit noch großartig was raushauen werde. Aber dafür Neville, unser super Radarfallenfahrer FTW und so. Ach du Scheiße. Und das war natürlich super von mir. Ich werde jetzt hier nochmal einmal das Nitro durchheizen, obwohl ich bezweifle, dass ich hier noch großartig was holen werde. Ich werde mich so schnell wie möglich ins Ziel begeben. Oh, und gut gehauen. Jawohl. So, und wenn ich jetzt das rechtzeitig ins Ziel schaffe, dann kriegt Neville vielleicht noch genug Bonus, um da zu gewinnen. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und da hat er es tatsächlich geschafft. Da werde ich nochmal die Statistiken angucken. Und tatsächlich 10 Meilen pro Stunde habe ich ihm da nochmal rausgehauen. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Endbild. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.